in Köln zu bleiben? Ich will wahrscheinlich, ja, wir fahren morgen früh los und wir haben also Übernachtungsmöglichkeiten haben wir uns noch nicht gesucht. Die brauchst du auch nicht. Ja, das denke ich auch aus dem Grund. Und ich sage mal, morgen früh um 7:30 geht's los und dann werden wir den ganzen Tag in Köln sein. Ja. Und wenn es sich was ergibt, dass wir bei irgendwelchen Mädels übernachten können, also mein Kumpel Carsten ist auch dabei, wir sind also auch getrennt oder zu zweit zu haben, der eine kann auch im Wohnzimmer pennen, das ist mir vollkommen egal. Wenn wir da was hinkriegen, ich hoffe es, dass die Kölner Mädels so erfreulich sind. Die Kölner Mädels sind traumhafte Frauen. Und wenn Sie nicht, dann werde ich wahrscheinlich auf den Karneval schimpfen und irgendwann Donnerstag auf Freitag irgendwann in der Nacht wieder zurückfahren. Ich glaube, du, Kai, wirst demnächst jedes Jahr nach Köln pilgern, um hier Karneval zu feiern. Ich hoffe es. Ich könnte schwören. Alles Gute, viel Spaß morgen. Vielleicht sehen wir uns ja auch. Bist du auch unterwegs? Tschüss. Ja, ich bin auch unterwegs. Okay. Mach's gut, ciao. Ciao. So, ihr Lieben, jetzt seid ihr auch da. Ich grüße euch ganz herzlich, das Fernsehpublikum. Wir sind wieder ein bisschen später heute. Wir bitten, das zu entschuldigen. Wir haben heute Nacht wieder eine offene Talkradiosendung, eine offene Talkradioshow. Und wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, Telefonnummer 0130 29 11. Und ihr könnt auch faxen unter 0130 11 51 22. Jetzt ist Maja am Telefon. Maja ist 21. Ja, richtig. Maja. Hallo. Hallo. Ich habe ein großes Problem. Ich bin seit einem Jahr arbeitslos. Ja. Und zwar habe ich letztes Jahr im August angefangen zu arbeiten, am 1. August, hier in einer Firma bei uns. Und bin am zweiten Tag gleich krank gewesen und bin da rausgeflogen, weil ich magenkrank bin. Ich hatte halt so sämtliche Magengeschwüre, die mir entfernt werden mussten. Ich habe das halt gemerkt, dass ich magenkrank bin. Naja, ich war dann halt ein Jahr hier und ist ja klar, mit meinem Freund bin ich schon seit 5 Jahren zusammen. Und nun habe ich ein Angebot bekommen von meiner Schwester aus Süddeutschland, dass ich bei ihr arbeiten könnte. Wo wohnst du denn im Moment? In welcher Gegend? Ich wohne in der Nähe von Oldenburg. Ja, also ganz im Norden. Ne? Ja, richtig. Und das wäre natürlich Konstanz, das ist Bodensee. Ne? Schöne Gegend. Ja, sehr schön, ich war auch schon da, aber... Ja. Mein Freund macht mir Schwierigkeiten. Er möchte überhaupt nicht, dass ich gehe. Er macht mich richtig krank. Was für ein Angebot ist das denn? Was für ein Arbeitsangebot? Was solltest du da arbeiten? Es wäre eine Halbtagsstelle als Verkäuferin. Und ich könnte dann selber noch Klamotten nähen, weil ich Designerin bin. Und dürfte die in den Laden hängen und dann noch so versuchen, mich irgendwie... Also es ist ein richtiges Angebot und es wäre unter Umständen für dich eine richtige Chance, wieder Fuß zu fassen. Und ich höre daraus, dass du dem gar nicht so abgeneigt bist. Nein, das aber nicht. Aber der Freund... Mein Freund, ja. Und ich möchte den ja auch nicht verlieren. Er setzt mich halt unter Druck, indem er sagt, dass er das nicht will, dass ich gehe und dass er sich sonst vielleicht eine andere Zukunft hier aufbaut. Also er blockt total ab. Er ist ganz fest an Oldenburg gebunden. Ja, zurzeit schon, weil er hier noch eine Lehre macht. Ja, wie lange macht er die Lehre denn noch? Er hat jetzt morgen seinen letzten Prüfungstag und hofft, dass er es schafft, aber er will auf jeden Fall hier bleiben. Hat er denn schon ein Angebot, dass er weiterarbeiten kann, zum Beispiel in der Firma? Oder er könnte da weiterarbeiten, Was hat er gelernt? Er ist Elektriker. Elektriker, ja. Und er ist sehr heimatmäßig an Oldenburg gebunden. Ja. Oh, das ist ein schwieriges Problem. Durch seine Eltern und durch Freunde und alles. Und Süddeutschland wäre überhaupt nichts für ihn. Er sagt halt Schwaben, Ländle, möchte halt einfach nicht hin. Du könntest dir aber gut vorstellen, halt auch so den Freundeskreis zu verlassen und irgendwo ganz neu anzufangen. Ja, also den einzigen Freund, den ich habe, ist halt einfach mein Freund. Da im süddeutschen Raum, weil ich da auch studiert habe, kenne ich halt auch viele, auch in München. Und das wäre für mich halt einfach... Weißt du, jetzt von der Intuition her würde ich, will ich dir auch sagen, mach das mit Konstanz. Ja. Ich glaube, dass du dann sehr unglücklich bist, wenn du nur auf Drängen deines Freundes da oben bleibst. Und ich finde es auch irgendwie ein bisschen blöd. Zeigt er gar kein Kompromiss? Habt ihr gar nicht immer irgendwie über Kompromisse nachgedacht? Doch, zeitweise schon, dass er gesagt hat, ja, mal schauen. Aber ich weiß ja, wie es war. Ich war ja auch schon mal studieren und in der Zeit hat er sich das, ja klar, er war ein Lehrer, aber ich glaube, er wäre niemals runtergezogen. Also ich bin halt dann dadurch auch ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, dass er mich wirklich liebt und dass er halt auch mitzieht. Unter Umständen für dich auch täte. Ja, ich würde es ja auch machen. Wollte ich gerade fragen, wenn es umgekehrt wäre, würdest du mit ihm irgendwo ganz woanders hingehen? Wenn ich wüsste, dass ich würde ihn ja auch unterstützen. Wenn ich jetzt wüsste, er würde arbeitslos werden und ich hätte einen tollen Job und würde Geld verdienen, würde ich auf jeden Fall auch ihn unterhalten. Und gibt diese Position, die er jetzt halt im Moment da vertritt, gibt das so einen gewissen Knacks auch in eurer Beziehung? Doch, schon, ja. Ja? Dadurch, dass er halt weniger also er versucht sich halt momentan von mir zu distanzieren, weil dieser Termin halt nach Konstanz zu fahren immer näher rückt.
Und erstmal es mit einer Fernbeziehung zu versuchen, wie ihr das ja auch schon hinter euch habt, als du studiert hast. Ja klar, aber da bin ich halt auch fest im Job. Ne? Das ist natürlich ein Problem, erstmal Urlaub zu kriegen. Ich meine, klar, es ist meine Schwester, aber... Also grundsätzlich, Maja, finde ich das gut, wenn man sowas macht. Und wenn man gerade, du bist ja auch noch wie super jung, 21 Jahre, da kann man sich auch nochmal völlig umorientieren. Und wenn du da eine berufliche Chance siehst und hast, finde ich, dass du das machen musst. Wenn du das nicht machst, glaube ich, dass du nach einer gewissen Zeit sehr große Aggressionen aufbaust gegen deinen Freund. Wenn du da oben weiter sitzt und arbeitslos bist und dann denkst, ich könnte jetzt da unten sein und vielleicht schon richtig vielleicht Karriere machen oder halt arbeiten, wie du es gerne möchtest. Ne? Ja. Versuch das mit deinem Freund in irgendeiner Weise hinzukriegen, aber ich kann dich eigentlich nur bestätigen, darunter zu gehen. Ja. Und wenn er das überhaupt nicht mitzieht, finde ich auch eigentlich ein bisschen traurig. Ja. Er könnte sich ja auch als Elektriker da unten bewerben. Ne? Ja, klar, meine Schwester hat auch schon geguckt, ob sie was findet, so, aber meine Schwester ist auf dem Ding. Also ich glaube, die verstehen sich nicht so gut und hat Angst, dass ich dann keine Wohnung finde für uns beide und dass wir dann erstmal bei meiner Schwester wohnen. Ach, das ist alles vorgeschoben. Ja, ja. Maja, zieh dein Ding durch und ich wünsche dir viel Glück dabei. Ja, vielen Dank. Und Süddeutschland ist eine tolle Gegend. Ja. Kannst du viel Skilaufen. Ja, ja, klar. Also es liegt auch sehr günstig, aber naja, mal sehen. Viel Glück und alles Gute. Okay, tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Jetzt ist der Michael dran, der ist 18. Michael ist nicht mehr dran. Dann nehmen wir den Oliver. Halt, doch, der ist auch 18. Alle 18-Jährigen legen heute bei uns auf. Jetzt versuchen wir es mit Petra. Die ist nicht 18, sondern die ist 54. Hallo Petra. Hallo? Ja. Petra? Hallo Domian? Ja. Ja. Hatte ich dich gerade schon mal? Nee, ich hatte den Anschluss verpasst. Na, weil jetzt, das über das Radio ging und da habe ich da nicht richtig aufgepasst. Aber jetzt haben wir uns beide. Petra. Einen kleinen Moment, ich muss mal rasch die Tür zumachen. Mach mal rasch die Tür zu, ja. Ja. Ich glaube, die Petra muss auch den Fernseher ein bisschen leiser. Und zwar jede Petra, hast du den Fernseher schön leise gedreht? Ausdrücken? Ja, am besten. Ja, oder ganz leise machen zumindest. So, jetzt. So, alle technischen Vorbereitungen sind getroffen. Die Tür ist zu. Ja. Jetzt können wir reden. Ja. Und du gehst nah ans Telefon. Darum, mein Lebensgefährte, der hat Schulden. Und die kann er nicht bezahlen. Wie hoch sind die Schulden denn? Na, das handelt sich um 1.000 und das andere ist ja noch nicht. Da kommt ja noch viel mehr. Mhm. Aber jetzt hätte er sich am 10. melden müssen zum Hauptantritt. Was ist Hauptantritt? Haftantritt. Ja. Ach so, er ist also auch verurteilt zu irgendwie. Ja, warum? Laut Gericht. Und da hätte er jetzt erscheinen müssen am 10. Ja. Und da aber drückt er sich vor. Das sind bloß 38 Tage. Weswegen ist er denn verurteilt worden? Na, wegen der Geldstrafe. Wie wegen der Geldstrafe? Na, Missbrauch von Kennzeichen am Fahrzeug. Mhm. Und nun soll ich sagen, dass er nicht da ist, wenn die Polizei jetzt kommt. Und er ist im Moment auch bei euch in der Wohnung? Ja. Mach, das kannst du nicht machen. Petra, das kannst du nicht machen. Bewege ihn unbedingt dazu, diese Strafe anzutreten. Es sind ja nur, was hast du gesagt, 38 Tage sind es nur. Aber er will da nicht rin. War er schon mal im Knast? Ja, der war schon ein paar Mal drin. Mhm. Aber bevor wir uns gekannt haben. Mhm. Aber du hast ihm sicher auch gesagt, dass er alles jetzt nur noch schlimmer macht. Ja, ne? Aber er sieht es nicht ein und ich soll ihn jetzt verleumden, wenn die jetzt kommen. Mhm. Und dann, die holen ja dann. Mhm. Was hast du ihm denn gesagt, als er diese Forderung an dich gestellt hat? Na, ich habe ihm gesagt, das kann ich nicht, ich kann nicht lügen. Mhm. Nur ist der 10. ja schon ein paar lange Tage. Vorbei. Ja, hat sich denn irgendjemand schon gemeldet bei euch? Nee, bis jetzt noch nicht, aber ich habe hier Angst und weil ich ja nicht schwindeln kann. Mhm. Ich soll sagen, der ist auf Ferntour und ist außerhalb. Mhm. Als du gesagt hast, ich kann nicht schwindeln, was hat er denn dann gesagt? Hat er dir auch irgendwie gedroht? Du musst es sagen. Ja, direkt gedroht nicht. Der hat gesagt, wenn ich ihn lieb habe, dann muss ich das für ihn tun. Mhm. Was natürlich völliger Schwachsinn ist, ne? Ja. Wenn du ihn lieb hast, ich mache mich ja auch strafbar. Ja, dadurch. Ja, das ist das natürlich. Also, Petra, mach es nicht. Unbedingt, mach es nicht. Nee. Und versuche ihn, ich meine, du wirst schon viel unternommen haben, aber versuch es nochmal. Ich habe ja schon so viel für ihn getan. Versuch ihn nochmal zu bequatschen. Quatsch den Karl weich, dass er seine Strafe antritt und dann ist die Sache vom Tisch danach. Ja, wenn er das jetzt meine, weiter. 38 Tage sind doch nicht viel. Natürlich. Und wenn er jetzt noch länger zögert, dann reitet er sich immer mehr in die Scheiße rein. Ja, aber das begreift er eben nicht. Aber du musst es ihm dann nochmal, und wenn du es ihm 10-mal sagst, und wenn er richtig kapiert, dass du nicht für ihn lügst, dann wird er vielleicht verstehen, dass das nicht so läuft, wie er sich das vorstellt.
Na, ob er das versteht, weiß ich nicht. Der hat ja noch mehr Schulden. Mhm. Und der hat mich ja auch schon ruiniert mit Schulden. Petra, aber du hast nicht Angst um Leib und Leben, dass er dir irgendwas antut oder dass er dich schlägt, wenn du... Naja, angegriffen hat er mich schon mal. Aber jetzt habe ich mir Hunde angeschafft. Mhm. Ich hoffe ja, dass die mich verteidigen. Mhm. Mhm. Ja, mhm. Aber das, wie gesagt, ich traue mich da nicht, da, wenn die hier jetzt wirklich erscheinen, dass ich dann sage, der ist nicht da, in Wirklichkeit ist er aber drin. Was mache ich denn, wenn die dann rinkommen? Ja, klar. Du musst doch jedes Mal zusammenzucken, wenn es klingelt, ne? Ja. Ja, hast du Angst? Ja. Mhm. Petra, bleib bei deiner Meinung, zieh dein Ding durch, sag dem das klipp und klar. Wenn er nicht in den Knast will, dann soll er das selbst auslöffeln, ausbaden, aber nicht dich auch noch mit reinziehen. Das ist unfair. Ich habe ja angerufen, weil meine Bekannte auch zu mir gesagt hat, ich soll mich darauf um Gottes Willen nicht einlassen, weil ich mich dann auch strafbar mache. Genau, das ist der Punkt. Ja. Und wenn du deine Meinung so hast, wie du sie hast, und ich finde es richtig, dann zieh sie auch durch. Ja, und das ist eben, ich bin noch nie straffällig geworden. Ja, und das ist eben auch kein guter Zug von ihm, dass er versucht, dich da jetzt mit reinzureiten. Und das ist halt dann so. Er hat mir ja schon in Mantel drin geritten, jetzt in Schulden, der Gerichtsvollzieher und so. Ich meine, jetzt bei mir war er noch nicht, aber der wird dann auch halt bald kommen, weil er mich auch zu Dingen, der hat über meinen Namen einfach einen Fernseher bestellt. Ja, und da habe ich jetzt auch bloß, da habe ich die dann ein Angebot gemacht, weil ich arbeitslos bin, seit 93 schon. Und ich kriege ja nicht viele Arbeitslosenhilfe. Petra, hast du denn nicht Angst, jetzt hier anzurufen, wenn er im Nebenzimmer... Nee, der schläft ja. Der schläft, ja. Ja. Hoffentlich kriegt er es auch nicht mit. Nee, das der hat ja wieder getrunken. Ja, ja. Also, nochmal von meiner Seite aus, ganz klar... Ich habe gesagt, die Tür zumachen. Genau. Mhm. Bleib bei deiner Meinung und lass dich da nicht mit reinreiten. Und wenn die kommen, dann soll ich sie drin lassen, ja? Ja, ich finde ja. Ich finde ja, Peter. Und das sag ihm. Das mach ihm ganz klar. Ja. Und versuche auf ihn einzuwirken, dass es für ihn das Beste ist, wenn er jetzt ganz schnell da sich meldet bei der Polizei. Ja? Melden tut er sich nicht. Das ist nicht hundertprozentig. Mhm. Okay, Petra, ich habe dir meine Meinung gesagt. Ich finde gut, dass du so denkst und handelst und zieh es auch durch. Viel Glück. Alles klar. Tschüss, Petra. Gut, tschüss. Heike, 29. Ja. Hallo, Heike. Hallo, Domian. Guten Morgen. Domian, bist du Kölner? So quasi, ja, kann man sagen. Ich bin hier also nicht geboren, war aber... Kölner, also in Immi. In Immi, ja. Also ich möchte gern was sagen zu Kai aus Wiesbaden, der junge Mann, der sich mit vielen, vielen Kondomen vorbereitet auf die frivolen Kölnerinnen. Ja, du bist Kölnerin. Ich bin Kölnerin. Und du willst jetzt für die Kölnerinnen sprechen? Nein, ich möchte einfach dafür sprechen, dass Karneval ist eine ganz tolle Zeit hier in Köln. Da kann man bestimmt viel erleben und eventuell auch Übernachtungsmöglichkeiten bei irgendwelchen netten Kölnerinnen oder anderen Immigrantinnen finden. Aber das sollte nicht der Grund sein, warum man hier Karneval feiert. Nein, ist es ja. Das sind auch genau die Leute, die immer ganz negativ auffallen, weil sie meinen, irgendwie alles wäre erlaubt und alle Frauen wären freiwillig. Das also, genau, du wendest dich gegen die Sextouristen aus Wiesbaden, die unseren Kölner Karneval beschmutzen. Ich wende mich auch dagegen, dass du den jungen Mann bestärkt hast und gesagt hast, ja, es ist so, pack Kondome ein und rüste dich. Das sind so Erfahrungswerte. Ach so. Heike, man macht ja so in seinem Leben so Erfahrungen. Ne? Ja, das stimmt. Meine Tochter heißt auch Marie. Nein, aber du hast natürlich recht. Es soll natürlich nicht nur um Sex gehen im Karneval. Wir wollen ja auch schunkeln und singen. Genau. Aber und vor allem, wenn man dann, wie sagt man, wir bützen ja hier in Köln, ne? Wenn man ein paar Küsschen und vielleicht auch noch ein bisschen mehr, ist ja okay. Ne? Das ist schon okay. Da habe ich auch, ich bin auch kein Moralapostel. So ist das nicht zu verstehen. Mir geht es einfach nur darum zu sagen, dass die Leute oder die das so verstehen, dass es nur darum geht, überhaupt nicht wissen, warum der Karneval in Köln so toll ist. Der ist nämlich deshalb so toll, weil natürlich die Schranken fallen und man Möglichkeiten hat. Jeder legt sein wahres Gesicht ab und schlüpft in irgendein Kostüm und feiert 5 Tage lang. Die Kölner nehmen sich Urlaub, die versaufen ihr ganzes Geld, die leben dafür. Wunderbar. Aber es geht auch um so eine gewisse Ausgelassenheit, die aber auch einfach unbeschwert ist und auch ohne Vorbehalte. Ja, und natürlich sind die Frauen kein Freiwild. Oder wir sind alle Freiwild, ne? Wir sagen ja, ich hoffe, dieser Kai hört noch zu. Heike, erzähl mir doch mal bitte, was du so Abgefahrenes am Karneval oder während der Karnevalszeit schon mal so erlebt hast in den letzten Jahren. Huhu. Darf man darüber sprechen?
Naja, also meine Tochter ist im Dezember geboren. Ich verstehe schon, ja. Ich verstehe schon. Und ich bin verheiratet seit Rosenmontag vor. Weißt du denn, wer der Vater ist? Ja klar, das der sitzt du. In der Küche, keine Frage. Wir bereiten gerade die Kostüme vor. Also seid ihr so richtig Jecke, ne? Ja, auf jeden Fall. Richtig Jecke, ne? Und es ist ja letztendlich schön, ich freue mich ja, wenn viele Leute von außerhalb in unsere Stadt kommen und hier auch richtig Spaß haben, ne? Ja, aber die müssen aber mit einer anderen Einstellung in diese Stadt kommen. Also du hast jetzt eine kleine Warnung ausgesprochen. Die nehmen wir natürlich alle ernst, vor allen Dingen die Wiesbadener. Ich hoffe Und du stürzt dich morgen auch ins Getümmel. Ich bin gerade dabei, mein Kostüm vorzubereiten und muss morgen leider hinter der Theke stehen und arbeiten, aber werde dabei auch sehr viel Spaß haben. Wie verkleidest du dich denn? Ich gehe als Außerirdische. Als Außerirdische? Auch interessant, ne? Ja, da habe ich alle Möglichkeiten offen. Ich kenne ja keinen. Heike, alles Gute und viel Spaß während der tollen Tage. Ja, dir auch. Ciao, danke. Ciao. Ich verrate euch natürlich nicht, welches Kostüm ich anziehen werde. Das ist streng geheim. Sandra, 23. Hallo, Sandra. Ja, hallo, Domian. Hi. Mein Thema ist sexueller Missbrauch. Mhm. Und zwar versuche ich eigentlich schon Ewigkeiten bei dir anzurufen. Komm bloß nie durch. Du hattest vor längerem schon mal auch eine Sandra dran, die sexuell missbraucht wurde. Mhm. Und die wartete die ganze Zeit drauf, dass ihre Gefühle endlich ausbrechen. Mhm, ja. In dem, dass sie halt das endlich verarbeitet. Und ich kann dir das brutal gut nachfühlen. Mhm. Weil ich habe manchmal auch so Tage, da denke ich dran, okay, ich bin sexuell missbraucht worden. Mhm. Und wann war das denn bei dir? Ja, bei mir hat es angefangen so mit 5, 6 mhm. von meinem Vater. Mhm. Habe ich dann auch nachher irgendwann mal dann erfahren, dass es gar nicht mein leiblicher Vater ist. Mhm. Und wie lange dauerte das an? Wie viele Jahre? Ja, so bis ich 12, 13 war, so schon... Ich habe aber von meinem Vater nie irgendwie, also so einen sexuellen Missbrauch erlebt, dass er mir irgendwie wehgetan hat. Also mein Vater hat mich nie vergewaltigt oder so. Sondern? Ja, gut, es waren eher so Spielereien, also so unter der Decke, sonntags morgens, wenn ich zu ihm ins Bett gehüpft bin, so. Mhm. Ja, ich habe da so gemischte Gefühle gegenüber meinem Vater, so. Mhm. Eigentlich. Dennoch reicht das ja völlig aus unter Umständen und hat eine entsprechende Nachwirkung auch. Ja, mhm. Bei mir, weil es war halt dann auch noch krass, es war dann auch noch mein Onkel und mein anderer Onkel. Mhm. Und ich habe dann auch später erfahren, dass gerade zum Beispiel mein einer Onkel, also es ist mein Vater, sein jüngerer Bruder, dass meine Mutter ihn erwischt hat, als ich noch ziemlich klein war, ich weiß nicht, 2 oder 3 Jahre, dass er da halt auch an mir rumgespielt hat. Und meine Mutter muss ihn dabei erwischt haben und dann muss es da Highlife gegeben haben. Mhm. Aber sie hat ihn nie angezeigt oder so, keine Ahnung. Und komischerweise aber, warum auch immer, war er dann später mein Babysitter. Und also von ihm habe ich dann schon irgendwie, da habe ich dann schon krasse Sachen erlebt. Ich habe, glaube mit 8 Jahren meinen ersten Pornofilm angeguckt. Und ja, weil er halt das eingelegt hat und ich habe das dann mitgeguckt und so. Und also du hast dich jetzt aber gemeldet und hast Bezug genommen auf das Gespräch mit der anderen Sandra, die so sehr spät oder die gar keine Gefühle zeigen konnte, auch keine negativen Gefühle dazu. Mhm. Wie ist das denn bei dir? Du bist, was habe ich gesagt, 23 jetzt? Mhm. Ja, bei mir ist es ganz komisch. Ich habe manchmal überhaupt, da denke ich überhaupt gar nicht dran, da macht mir das überhaupt gar nichts aus. So, und dann kommen aber Zeiten, da werde ich schier wahnsinnig. Gerade vor 2 Jahren im Sommer, wo das dann so arg war mit den ganzen Kindern, wo missbraucht worden sind, wo das in den Medien dann so hochgeputscht wurde, da war ich fix und fertig. Gell? Wenn ich den Fernseher angemacht habe und kam irgendwas in den Nachrichten, konnte ich eigentlich bloß heulen. Und Sandra, hast du denn irgendwann mal therapeutische Hilfe in Anspruch genommen? Ja, einmal. Nur ein einziges Mal? Ja, ich habe furchtbare Unterleibsbeschwerden bekommen. Da bin ich damals mit meinem ersten Freund zusammengezogen und ich muss ehrlich sagen, obwohl ich ihm das alles erzählt habe, weil ich eigentlich auf seine Rücksicht darauf, also so gedacht habe, er hilft mir da, war er von der sexuellen Hinsicht her eigentlich ein Arschloch, also voll, und ich bin auch ziemlich lang bei ihm hängen geblieben.
Und da hatte ich dann brutale Unterleibsprobleme, musste dreimal am Unterleib operiert werden, hatte Verwachsung und alles Mögliche. Und danach bist du zu einem Psychologen gegangen? Ja, und da hat mich dann meine Frauenärztin, hat mich dann zu einem Psychotherapeut geschickt. Und es war dann der erste Mensch, also fremde Mensch, mit dem ich darüber geredet habe. Und du hattest nur eine einzige Sitzung bei dem? Nee, klar, ich hatte schon mehrere Sitzungen. Mehrere. Und danach war es eigentlich weg. Und ich meine, gut, ich habe mich dann damals auch von meinem Freund getrennt. Aber du hast den Eindruck heute, dass du es immer noch nicht verarbeitet hast, wenn man so das überhaupt verarbeiten kann. Aber es geht dir immer noch sehr nahe und nach. Ja, schon. Ja? Ich habe also heute mit meinem jetzigen Freund, also ich bin wahnsinnig stolz auf meine eigene Sexualität. Also ich kann wahnsinnig viel ausprobieren. Ich habe einen wahnsinnig tollen, lieben Freund, der zwar das selber nicht richtig verarbeiten kann. Ich denke, das ist für ihn brutal schwer, weil er hasst eigentlich meinen Vater und er hasst meine zwei Onkels. Ist es denn jetzt so, dass du deine Sexualität dennoch jetzt im Griff hast, nachdem du das, wie du es gerade beschrieben hast, dass du die auch genießen kannst? Ja, voll. Das schon. Ganz also, arg. Ich habe nur, also das kommt immer wieder so Aussetzer, wo ich dann sage, oh, bis dahin und nicht weiter. Also vielleicht wäre es dann ja doch gut, dass du vielleicht doch nochmal eine Hilfe aufsuchen solltest bei einem Fachmann. Ja, ich weiß bloß nicht, was es mir bringen soll. Ich hab mal gedacht, ich müsste auch mal in so eine Selbsthilfegruppe gehen. Und Sandra, ich habe eine Idee. Sprich doch mal darüber, das ist ja nur auch schon ein bisschen komplexer bei dir, vor allen Dingen, nachdem du auch schon eine Therapie hinter dir hast oder einen Teil einer Therapie, nochmal ein paar Worte jetzt mit meiner Psychologin, mit der Elke. Die wird dir vielleicht dann noch ein paar Tipps geben können. Ja, ich wollte nur noch eins sagen, der Sandra, dass es nicht so schlimm ist, dass sie nicht drüber weinen kann, weil es zieht einen brutal runter und ich kenne es von mir. Die Tage, an denen ich nicht drüber nachdenken muss und an denen es mir überhaupt nichts ausmacht, die sind auf jeden Fall besser. Also da lebt sich mein Leben viel, viel leichter. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Dankeschön. Und du legst jetzt mal auf und dann ruft die Elke dich gleich nochmal an. Okay. Tschüss. Tschüss. Ciao. Alles. 1.38 Uhr und 22 Sekunden und jetzt machen wir Pause. Inzwischen 37 Sekunden. Hier ist 1Live Domian, das Talkradio aus Köln von 1Live und dem WDR Fernsehen. Und heute Nacht sind wir ganz offen für euch, für alle eure Themen. Telefonnummer 0130 29 11 und die Faxnummer 0130 11 51 22. Es geht weiter mit Oliver und Oliver ist sage und schreibe 18 Jahre. Ja, hallo Domian. Hi Oliver. Also mein Problem ist, ich habe heute mit meiner Frau Ärger gehabt, ziemlichen. Mit deiner Freundin? Frau. Mit deiner Frau. Du bist verheiratet schon? Ja. Mit 18? Und da habe ich sie geschlagen. Was war denn vorgefallen? Also ich habe Badezimmer und sowas geputzt. Und dann meinte sie, ich soll die Flasche für unser Kind machen. Und dann habe ich gesagt, wacht hier erstmal. Und dann fing sie immer weiter mit an. Dann hat sie auch wieder rumgemeckert bei mir. Und das hat mir ehrlich gesagt gereicht. Das haben wir auch schon öfters gehabt. Und da habe ich eine gehauen. Also es war letztendlich in Lappalie, die vorgefallen ist? Bitte? Es war letztendlich eine Lappalie, die vorgefallen ist. Ja, kann man so sagen. Und sie reizt mich ziemlich leicht. Und da habe ich natürlich zugehauen. Wie hast du sie geschlagen? Mit der Faust. Wohin? In die Seite. Kräftig und heftig? Ja. Einmal? Ein bisschen mehrmals. Also sie hat mich dann auch zurückgeschlagen. Und dann ging das immer so weiter mit der Hauerei.
also kann man so sagen, so eine richtige, fast eine richtige Schlägerei gehabt. Mhm. Und danach? Ja, da kamen auch die Nachbarn rüber. Also es war auch Schreierei und es war zu hören. Ja, ja. Mhm. Und da kamen auch die Nachbarn rüber. Und soll man eigentlich so aufmachen? Da habe ich natürlich auch aufgemacht und habe Maren alles erzählt, was hier vorgefallen ist. Mhm. Und da hat sie die Polizei angerufen. Mhm. Und dann? Haben sie mit mir geredet und ob hier Marion eine Anzeige machen möchte und sowas. Die, nee, da waren ja zwei Polizisten, waren ja bei einer, hat auch mit mir noch geredet, dass wir beide noch mit untereinander reden sollten. Mhm. Und das habe ich auch gemacht, aber... Bitte? Also die Anzeige ist nicht, sie hat keine Anzeige erstattet gegen dich? Nee, hat sie nicht. Mhm. Jetzt sag mir mal, wie lange ihr schon verheiratet seid? Seit dem 25.11. letztes Jahr. Also ganz, ganz frisch und ganz jung. Ja. Gab es denn solche Auseinandersetzungen schon öfter? Ja, gab es schon. Wie viel mal? Also ziemlich häufig, kann man sagen. Mhm. Und das endete immer so drastisch, immer mit Schlägerei? Ja. Mhm. Wirklich? Ja. Mhm. Also am Anfang nicht so sehr, aber das hat sich immer wieder gesteigert. Mhm. Am Anfang war es immer, also wann war das? Vor ein paar Monaten ging sie mal mit ihrer Freundin wegen Eifersucht und sowas. Mhm. Haben wir auch wieder Ärger mitgekriegt. Warum habt ihr geheiratet? Eigentlich, weil wir uns lieben. Mhm. Liebst du sie heute immer noch? Auch? Noch? Nicht mal so sehr wie am Anfang. Mhm. Ich meine, das sind jetzt zwei verschiedene Schuhe, ob ihr euch noch liebt, ob du sie liebst. Das was piept denn da im Hintergrund immer zu? Das ist das Telefon. Das ist das Telefon. Oliver, das allererste, und da gibt es überhaupt nichts zu reden und zu diskutieren, ist, dass du da absolut Scheiße baust. Ne? Ja, das stimmt. Also ich habe es auch selber eingesehen. Also mit Schlägen Konflikte zu lösen, ist das Dämlichste, was es überhaupt auf der Welt gibt. Mhm. Jemand, der zuschlägt, hat immer einen Schuss im Kopf. Ja. Ich und vor allen Dingen, wenn du dich an einer Frau vergreifst, ist es noch schlimmer, als wenn du dich mit irgendwelchen Jungs prügelst. Das ist schon schlimm genug. Ja. Das ist ein vollkommenes Armutszeugnis, dass du es nötig hast, deine Frau, deine Freundin, deine Frau zu schlagen. Wenn ihr da nicht zurande kommt, wer das Bad putzt und wer das Fläschchen gibt, dann musst du Manns genug sein, dich hinzusetzen und das auszuquatschen und nicht deine Frau zu schlagen. Ja, ich habe auch schon oft genug mit ihr versucht zu reden. Aber sie lässt ja nicht mit sich reden. Mhm. Oliver, wenn es überhaupt nicht funktioniert zwischen euch beiden, dann müsst ihr euch halt trennen. Ja, sie wollte ja morgen die Scheidung anrechnen. Ach, das will sie machen? Ja. Was denkst du denn dazu? Ja, ich meine, andererseits ist es besser, andererseits aber auch nicht, wegen der Kleinen. Mhm. Wie alt ist die Kleine? Die ist etwas über 2 Monate ist sie jetzt. Mhm. Mhm. Ja. Du wiederum sagst aber, dass eure Beziehung so von deiner Warte aus gesehen auch eigentlich kaputt ist. Ja, nicht kaputt. Also da ist zu viel zwischen uns. Mhm. Wir haben es oft genug versucht, wo wir uns geschlagen haben, ich zu ihr gesagt, komm, wir versuchen es nochmal. Mhm. Haben wir es auch, aber das nützt nichts mehr. Mhm. Also du siehst gar keinen Hoffnungsschimmer, dass ihr euch vielleicht doch in irgendeiner Weise nochmal berappeln könntet. Also von meiner Seite aus nicht. Mhm. Wäre dir wohler, wenn ihr euch, wenn ihr auseinanderziehen würdet? Nee, das nicht, aber... Warum nicht? Ich meine, ich bin ja schon mal für 2 Tage abgehauen. Mhm. Warum möchtest du nicht von ihr wegziehen? Ja, wegen unserer Tochter und wegen ihr auch ein bisschen. Mhm. Aber mehr wegen unserer Tochter. Mhm. Weil muss sie es ja wieder erklären, so meine Frau. Noch. Aber es ist immer es ist wirklich das alte Lied, Oliver. Man kann nicht nur wegen eines Kindes zusammenbleiben, wenn alles andere schon kaputt ist. Weil dieses Kind, gut, es ist jetzt noch sehr jung, aber es bekommt natürlich eure Spannungen und eure Aggressionen auch mit. Ja. Sodass irgendwann vielleicht die klügere Lösung ist, sich zu trennen, dann vielleicht zu versuchen, eine einigermaßen freundschaftliche Beziehung zu haben, dann ist das für das Kind besser. Jedenfalls das, was bei euch im Moment abgeht, so kann das nicht weitergehen. Ja. Entweder rauft ihr euch zusammen, und das wäre eine Möglichkeit, wenn ihr vielleicht doch nochmal einen Versuch machen wollt, dass ihr mal in eine Paarberatung geht, dass mal ein Dritter mit euch eingehend sich unterhält. Dazu müsst ihr beide aber bereit sein und willens. Und wenn das nicht funktioniert, dann bleibt wahrscheinlich kein anderer Weg als die Scheidung, um Schlimmeres zu vermeiden. Du hast schon schlimme Sachen genug angerichtet. Mhm. Und sei froh, dass deine Frau dich nicht angezeigt hat. Ich meine, die Anzeige wäre nicht mehr gerade so schlimm, aber ich meine, ich habe es schon oft genug mit ihr versucht. Aber ich sage auch schon, vorher konnte ich das noch nicht einsehen mit der Scheidung und sowas. Mhm. Aber jetzt sehe ich das auch selber ein,
das hat mit uns nicht mehr funktioniert. Also Oliver, wenn du meinst, da ist vielleicht doch noch ein Funken Hoffnung, dann schlag das deiner Frau vor, dass ihr in eine Familienberatung, Paarberatung geht. Mhm. Kann ich dir gerne auch noch eine Adresse anbieten oder kannst du auch selbst rauskriegen im Telefonbuch. Wo kann ich mit eurer Psychologin? Ne? Das können wir jetzt nochmal machen. Ansonsten bleibt dann nur der bittere Weg der Trennung. Mhm. Leg mal auf, die Elke ruft dich nochmal an. Mhm, okay. Alles Gute. Jo, dann danke ich Tschüss. Dir. Jetzt ist der Daniel dran, der ist 22. Hallo Daniel. Hallo Domian. Hi. Ja, ich habe ein Problem. Und zwar mit meinem Freund. Warum? Ja, wegen Karneval. Wie wegen Karneval? Ja, und zwar, der sieht ziemlich gut aus und wird immer ziemlich viel angebaggert. Aha. Du und nicht, Karneval, oder was? Was bitte? Du nicht so. Ja, ich will nicht sagen, dass ich nicht gut aussehe, aber ich werde auf jeden Fall nicht so angebaggert. Mhm. Und er hat halt so ein Problem, wenn er viel Alkohol getrunken hat, dann ist er auch nicht gerade der Treueste. Und naja, Karneval ist halt gerade die Zeit, wo viel Alkohol getrunken mhm. wird und er trinkt halt auch ganz gerne. Und ich habe halt Angst, dass er fremd geht halt. Ich liebe ihn halt, wir sind seit 11 Monaten ungefähr zusammen. Mhm. Und war er denn bisher treu, deines Wissens? Meines Wissens bisher ja. Ja. So, und da wäre ja vielleicht die schlauste Möglichkeit, dass ihr einfach zusammen immer weggeht in den Karneval. Na, nur ja, aber er will halt nicht immer mit mir weg. Ach, er will nicht mit dir weg. Ja. Da vermutest du natürlich, dass da andere Intentionen hinterstecken. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Hast du ihn denn zur Rede gestellt, dass du das vielleicht denkst und dass da irgendwas passieren könnte? Naja, noch nicht so. Ich habe mich bis jetzt noch nicht so richtig getraut, ihn so zur Rede zu stellen, weil ich irgendwie Angst habe, dass es vielleicht auseinandergeht. Weil bisher irgendwie... Also im Moment sind das ja auch nur Vermutungen, ne? Ja. Also wenn er bisher 11 Monate, das heißt den letzten Karneval habt ihr noch nicht zusammen, kanntet ihr euch noch nicht? Nee, eben. Ja. Was machen wir denn da mit euch beiden? Ja, Hübschen. Ich weiß es nicht. hat er denn gesagt, dass er den ganzen Karneval alleine verbringen will? Nein, nicht den ganzen Karneval. So, er meint halt nur, er will auch mal alleine rausgehen jetzt über Karneval so... Vor einer halben Stunde ungefähr ist er auch abgehauen, weil ich mit ihm Streit hatte. Ja. Und warum habt ihr euch denn gestritten? Ja, eben. Deshalb? Eben wegen der Sendung. So, er hatte eigentlich bei dir angerufen und ich war damit nicht so einverstanden. Weswegen wollte er denn hier anrufen und weswegen wollte er mit mir reden? Ja, ich denke mal, weil wir uns ein bisschen gestritten hatten und war da irgendwie... Was war denn der Grund des Streites? Ja, Karneval. Mhm. So, weil ich gesagt hatte halt, ich will nicht, dass du alleine rausgehst. Also Daniel, ich hätte folgenden Kompromissvorschlag. Morgen ist Weiberfastnacht. Wo rufst du an, aus Köln? Nein, aus Aachen. Aus Aachen, ja. Geht doch morgen mal gemeinsam auf die Rolle... Und dann kannst du ja mal so ein bisschen abchecken, wie er drauf ist und wie er auch auf andere Männer reagiert. Wenn das dann zu heikel und zu heiß wird, dann kannst du ihn ja, könnt ihr ja da mal ein paar klare Worte miteinander reden. Und wenn es relativ gut über die Bühne geht, dann lass ihn mal alleine raus. Mit dem Domian. Ja, wie? Mich machst du an, weil er mich anruft nach, schmeißt mich raus, jetzt telefonierst du mit dem, oder? Ja, gib ihn mir mal. Ja, komm mal ans Telefon, bitte. Gib ihn mir mal. Ja. Wie heißt er denn? Sascha heißt er. Wirklich? Ja. Sascha? Ja, hi. Sascha, stimmt das alles, was er mir erzählt hat gerade? Ja, ich weiß nicht was. Ich hatte bei dir angerufen, wir hatten uns tierisch gestritten. Ich gehe raus, mal um die vier Ecken, hol mir was zu trinken, komm zurück, jetzt telefoniert er mit dir. Ich hab super den Krach deswegen und er darf mit dir telefonieren oder was? Ist das schon irgendwie eine perverse Sache, oder? Sascha, weswegen habt ihr gestritten gerade? Ja, wegen Karneval, deswegen hatte ich bei dir angerufen. Hm. Und zwar, weil er... Ja, mehr oder weniger immer zu Hause bleiben will die Zeit über und ich möchte eben rausgehen. Er hat aber nicht das Vertrauen zu mir, mich rausgehen zu lassen. Ich will doch nicht immer zu Hause bleiben. Also, Sascha, der Daniel hat ja letztendlich Angst, dass du fremd gehst. Ja, warum denn? Ich bin noch nie fremd gegangen und nur weil ich ein bisschen lustiger drauf bin, wenn ich angetrunken bin, muss ich ja nicht direkt irgendwie jemand anderen. Also du wirst ja, aber Domi, seit ungefähr 2 Monaten ist es irgendwie so, es fällt mir jetzt nicht gerade leicht, aber so... Sexuell läuft es nicht mehr so seit 2 Monaten. Ja, was soll das denn heißen, bitte? Wie, was soll das denn heißen? Sascha, stimmt das? Na, das sehe ich eigentlich nicht so. Wenn er das jetzt auf einmal so rauslässt, wie mir das vor den Kopf wirft... Es ist nicht mehr so wie früher.
kann ich nicht viel dazu sagen, aber das hat er mir nie gesagt. Und wenn er mir nicht sagt, was ihn nicht stört, dann weiß ich natürlich nicht, genau, was ich falsch mache. Hast du natürlich recht, das muss er natürlich auch sagen. Also, du, nochmal, um Klarheit zu schaffen, Sascha, ich frage dich. Ja. Du würdest gerne, wenn der Daniel mitkommt, auch gerne mit ihm rumziehen. Ja, warum nicht? Warum nicht? Das ist ja schon mal ein Wort. Ja, aber... Und du sagst jetzt hier vor ganz vielen Leuten, bezeugst du, dass du keine Ambitionen hast, fremd zu gehen? Nein, habe ich nicht. Und dir geht nur ein bisschen auf den Geist, dass Daniel irgendwie so ein bisschen träge ist und nicht so den Hintern hochkriegt. Ja, zumindest ist das für mich so rübergekommen. Wenn er jetzt natürlich auf einmal sagt, nein, ich möchte mit dir rausgehen, ist das für mich gar kein Problem. Wunderbar, jetzt gib mir mal den Daniel nochmal. Ja, der Daniel ist dran. Ja. Ja, ich meine... Daniel, das ist doch ein Wort. Was willst du mehr? Ja, aber ich möchte doch nicht irgendwie jeden Tag rausgehen. Ich meine, man kann doch auch mal einen gemütlichen Abend machen. Nee, dann lass ihn, dann mach du deinen gemütlichen Abend, das verstehe ich aber auch. Und dann lass Sascha rausgehen. Er hat gerade gesagt, dass er ist halt ein Feiertyp und er möchte gerne ein bisschen feiern jetzt auf Karneval. Dann lass ihn rausgehen und dann musst du auch das Vertrauen in ihn haben, finde ich. Das hat er jetzt nun ganz, ganz klar gesagt. Ja, das habe ich ihm vorher genauso klar gemacht. Ja, also interessant und gut, dass du jetzt gerade reingekommen bist. Ja, wir haben so einen Twin-Phone, also du hörst es praktisch gleichzeitig. Ja, ja. Also, ihr beiden Lieben, streitet euch erstmal nicht so sehr viel darüber. Daniel, zieh mit ihm ein bisschen raus und wenn du keinen Bock mehr hast, dann lass ihn alleine gehen und der Sascha wird dann dir auch schon die Wahrheit sagen und dir treu bleiben. Glaub ich ihm jetzt so. So, und was die Sexkiste angeht, die beredet ihr erstmal alleine unter vier Augen, wenn wir eingehängt haben. Ne? Das ist ja ein krasser Vorwurf, wenn Daniel sagt, okay, dass das sexuell nicht mehr so läuft. Sascha, da müsst ihr jetzt ein offenes Wort reden. Ja, können wir natürlich machen. Okay. Jetzt, wo ich das weiß, kann ich natürlich ja, auch reingehen. Ja, aber wirklich, nicht nur am Telefon jetzt davon reden oder was? Und dann hinterher das Maul nicht mehr aufgeben. Ja, du hast mir ja vorher nie was gesagt. Also, ihr beiden, ihr versprecht mir jetzt, dass ihr darüber redet. Versprochen. Ne? Und wenn das nicht so gut klappt, dann telefonieren wir am Freitag nochmal. Alles klar. Alles klar? Ihr beiden, viel Spaß bei Karneval. Bis dann. Tschüss. Ja. Tschüss. Ciao. Gabi ist dran und die ist 43. Ja, hallo, guten Morgen, Domi. Guten Morgen, Gabi. Ja. Dein Thema. Mein Thema ist ein kleines glückliches Problem. Hört sich doof an. Ein glückliches Problem. Ja. Und zwar geht es um meine Jungs. Die sind sehr viel mit der Musik unterwegs. Aha. Die sind 16 und 22 und kaum noch zu Hause. Dann, wenn sie mal da sind, Paletti und erzähl mir dann, was da unterwegs vorgefallen ist, dass unter anderem eben halt sie kaum zum Essen kämen, dann auch natürlich kaum. Die beiden spielen in einer Band. Ja, die spielen in einer Boyband. In einer Boygroup. Ja, Boyband, sagen sie. Boyband, ja. Und ja, da mache ich mir Sorgen. Die werden immer dünner, Stress. Ich meine, Choreografie strengt ja auch sehr an. Mhm. Von einem Ort zum anderen, Flieger, Eisenbahn und etc. oder Autobahn. Also sind die so richtig gut im Geschäft schon? Ja. Kennt man sie? Ja, ich glaube schon. Sag mal den Namen. Darfst du den nennen? Ja, natürlich. Das ist die Boygroup Touché. Ja, klar kennt man die. Die sind ja recht berühmt mittlerweile. Ja, die sind schon sehr bekannt. Also relativ, sagen wir es mal relativ. So. Ich kenne sie sogar. Das heißt schon was. Ja, die sind auch viel in Köln gewesen. Ja. In letzter Zeit. Ja. Mensch, und Touché wird immer dünner. Ja, die beiden Jungs. Zumindest meine beiden Jungs, ja. Und du denkst, das liegt wirklich daran, weil die zu viel Stress haben und zu viel Erfolg haben und gar nicht richtig zum Essen kommen. Ja, das liegt daran. Und das Essen ist ja nun nicht wichtig, ne? Ja, klar. Und sie leben hauptsächlich in Hotels, klar, ne, wenn die unterwegs sind. Nur, ja. Was machen? Als gute Mutter musst du sie natürlich erst bereden. Ja, kann ich ja kaum. Ich erreiche sie ja nicht immer. Wir haben zwar alle Handys, aber wenn sie dann mal zwischendurch nach Hause kommen, dann sagen sie, oh Mensch, was machst du uns denn jetzt mal Schönes zu essen? Wir haben so wenig gegessen und jetzt muss ich erstmal zur Toilette. Ich war schon 3 Tage nicht. Ja. Aber die Jungs haben doch auch einen Manager bestimmt, einen Betreuer. Ja, das ist richtig. Mit dem würde ich an deiner Stelle mal reden, weil an dem muss ja auch daran gelegen sein, dass die Jungs fit bleiben und gesund bleiben. Also müssen die auch ordentlich ernährt werden. Wenn man so einen mega Stressjob hat, ist Ernährung das A und O und Fitness. Ja, der ist bloß auch immer so gestresst und den erreiche ich immer so schlecht. Ich wollte das eigentlich mal persönlich mit ihm machen. Ich wollte mal nach Hannover fahren, wo der sitzt. Ja, finde ich schon. Nicht? Und mal mit ihm von Aug zu Aug mal mit ihm sprechen. Also der eine ist 16, der andere ist 22 von deinen Jungs. Ist der 22-Jährige, der ist ein bisschen älter, ist der vielleicht zugänglicher für die Thematik? Eigentlich weniger. Der Kleine ist eher... Ja, ihm geht es mehr um die Musik. Ja. Und dem Kleinen, ja, dem geht es eigentlich um das Ganze drumherum. Ja, aber du musst denen halt klar machen, dass sie irgendwann zusammenklappen und dann ist nichts mehr mit Auftritt und Erfolg und Musik. Ja, eben. Ne? Vor allem bei dem Glenn, bei dem Älteren. Ne? Ja. Da ist das sehr problematisch. Also der hat schon mal Zitteranfälle gekriegt. Ja. Und also Gabi, grüß mal die beiden Jungs. Das ich wünsche Touché einen guten Erfolg demnächst.
Dankeschön. Und rede mit dem Betreuer, mit dem Manager. Das werde ich tun. Der muss professionell da rangehen und die Jungs aufpäppeln. Ja, das geht ja nicht anders. Vielleicht werden das ja mal ganz berühmte, noch viel berühmtere, als sie es jetzt schon sind. Naja, die fliegen ja jetzt nach Shanghai, aha, werden von dem Roman Herzog begrüßt, mhm, weil die ja mit diesem Gewicht 97 Alten Geld noch Sieg gesungen haben. Ja, ne? Ja. Und das soll auch schon ganz gut laufen da. Und das sind natürlich Sachen, da sind sie nur 4 Tage. Da fliegen die ja schon fast und das ist auch schon wieder Stress. Klar. Wie fühlt man sich denn als Mutter von fast berühmten Söhnen? Ja, ich konnte da anfangs gar nicht mit umgehen, als am 17. Juni letzten Jahres das die erste CD rausgekommen ist. Da wurde das auf Interaktiv vorgestellt. Ja. Ich bin ganz aufgeregt, das merkst du, ne? Ja. Ich bin sonst besser drauf. Und als ich die dann das erste Mal im Fernsehen sah, ich habe gar nichts mitbekommen. Erstmal war ich nur am Heulen. Ja. Ich musste mir das Video dann nochmal hinterher ohne Tränen angucken. Ich war so aufgebracht, ich habe weder Kuchen, es war nämlich gerade an einem Geburtstag, mhm, weder Kuchen noch sonst was zu mir genommen, weil ich völlig überwältigt war. Mhm. Und ich konnte da nicht mit umgehen. Ich habe also nächtelang immer nur ein paar Stunden geschlafen, dann wieder wach geworden, geträumt. Aber es ist doch jetzt sicher auch eine ganze Portion Stolz dabei, ne? Sicherlich ist da auch sehr viel Stolz dabei. Der war auch von Anfang an dabei. Mhm. Ich habe mir als Glenn früher schon mit 4 Jahren da sich eine LP von Lake reingezogen hat, das über 2 Seiten hat da so der kleine Pützer gesessen, mhm, haben sie gesagt, der muss was mit Musik machen. Mhm, ja. Der ist ja auch 8 Jahre dann zur Klavierunterricht gegangen. Gabi, nun kann ich mir vorstellen, dass eine ganze Menge Touché-Fans uns zuhören. Das macht nichts. Und nee, pass auf, und ich habe natürlich jetzt die grandiose Gelegenheit, vielleicht ein Geheimnis herauszubekommen. Aha, und das wäre? Wie sieht's denn mit den Freundinnen aus? Gibt's Freundinnen? Oberflächlich. Oberflächlich. Ja. Das heißt also, die Jungs sind wirklich noch zu haben. Die sind sozusagen zu haben, ja. Die haben ja wahrscheinlich überhaupt gar keine Zeit für richtige Freundinnen, ne, und Beziehungen. Nee. Also ich weiß nur von Dennis, dass der gesagt hat, also ich muss mich der Frau auch widmen können, mhm, muss sich ja kennenlernen können. In seinem Alter mit 16 ist es natürlich noch schwieriger. Mhm. Wir gehen da vielleicht ganz anders ran, wenn wir in der Ferne versuchen, jemanden kennenzulernen. Mhm. Aber die beiden haben kaum Gelegenheit dazu. Ja klar, ja. Nicht? Und er sagt, das geht gar nicht, man kann sich ja gar nicht beschnuppern. Aber die haben ja natürlich auch viele Mädels, die sie bei den Konzerten dann wirklich anhimmeln. Das ist der zweite Punkt. Geht denn da schon mal was ab, weißt du das ja, als Mutter? Das ist, das ist der zweite Punkt. Also wenn sie dann abends mit mir aus der Hotelhalle oder aus dem Hotelzimmer mit mir telefonieren, dann heißt es dann, weil wir eine Zeit abgemacht haben, dann und dann telefonieren wir. Oh, Mami muss schon entschuldigen, das dauert ein bisschen länger. Wir haben aus einer Autogrammstunde 3 gemacht. Mhm. Die kreischen da draußen noch. Und ja, ich höre das schon, sage ich, ruft man später wieder an. Dann geht das gar nicht. Die bemangeln die so lange, ja, bis die da unterschreiben. Die kommen dann gerade irgendwie, was weiß ich jetzt, von einem großen Auftritt oder auch 8 Stunden Choreografie völlig kaputt und möchten nur noch ihr Bett sehen. Mhm. Und dazu gehört natürlich auch Höflichkeit und die sind ja alle nett und höflich. Nur das geht natürlich auch sicherlich sehr an die Substanz. Ne? Aber trotzdem, trotz aller Schwierigkeiten, wünschst du den Jungs auch, dass die eine richtige Karriere machen? Oder wäre dir lieber, wenn sie irgendwann doch sagen, okay, das war so eine Jugendgeschichte, ein Kapitel im Leben, haken wir ab und wir lernen jetzt irgendwas Gescheites? Nein, nee, Karriere schon. Es ist schon irgendwo was Gescheites, weil meine Jungs mit Musik aufgewachsen sind und die können sich ein Leben ohne Musik überhaupt nicht vorstellen. Nur manches Mal wünsche ich mir die alte Zeit zurück, wo Dennis von der Schule gekommen ist, sein Mittagessen bekommen hat. Genau, da konntest du schon kochen und sich bemühen um die Jungs, ne? Ja, da konnte ich mich noch so schön um ihn kümmern und Mami, hier, machst du mir dies und das, es ist alles vorbei. Heute frage ich ihn, machst du mir dies, machst du mir das? Er verdient ja nun auch schon ganz gutes Geld, ne? Da kommt eine ganze Menge Kohle bei rum schon, ne? Da kommt schon eine ganze Menge Kohle bei rum, ja. Nein, da werden mir manche Wünsche natürlich auch erfüllt, aber das ist es nicht. Das ist nicht alles, ne? So, Gabi, jetzt müssen wir Schluss machen. Ja, ist in Ordnung. Nochmals, schöne Grüße an die Jungs und heiz mal den Betreuer ein. Ja, mach ich. Alles Gute. Alles Gute tschüss. Dir auch. Dankeschön. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute Nacht. In der Technik war Simone Eibel. Ich wünsche allen Karnevalisten wirklich tolle Feten morgen. Morgen Nacht sind wir auch wieder da, aber nur im Radio bei 1 Live um 1 Uhr. Im Fernsehen dann wieder in der Nacht von Freitag auf Samstag. Eine schöne Nacht. Bis dann. Ciao.